Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich möchte euch heute in diesem Video die Bücher vorstellen, die ich im September gelesen habe. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. Der September sollte eigentlich ein ruhiger, entspannter Monat sein, weil ja gerade dann auch keine Uni war und ja, warum auch immer ich mir das vorgestellt habe, dass der September ruhig wird. Es hat auf jeden Fall nicht so ganz geklappt, denn ich hatte ja Geburtstag und ich war wieder bei meinen Eltern zu Hause und habe entsprechend viel vorgefilmt und auf der Arbeit war auch viel los. Trotzdem bin ich doch dazu gekommen, 6 Bücher zu beenden, 1 abzubrechen, 1 zur Hälfte zu lesen und auch in einem weiteren, ja, sagen wir mal zu einem Viertel durch zu sein, was tatsächlich schon fast für ein ganzes, anderes, dünneres Buch zählen würde. Welche Bücher genau das sind, die möchte ich euch in diesem Video heute etwas genauer vorstellen. Und weil es doch ein paar sind, über die ich reden will, fangen wir gleich mal an mit den Büchern. Als erstes habe ich ein Buch beendet, relativ zum Anfang des Monats, das mich noch aus dem August begleitet hat. Im August habe ich noch nicht ganz so viel darin gehört, sondern tatsächlich mehr auch im September, genau 60% so ungefähr waren es noch, die ich dann von diesem Buch konsumiert habe. Und das war Naturally Tan von Tan Friends, quasi eine Biografie von dem Queer Eye Star. Und wenn ihr es über mich noch nicht wisst, ich bin ein riesengroßer Queer Eye Fan und Tan ist auch so ziemlich einer meiner liebsten Charaktere, einer meiner liebsten, ja, von den Fab Five. Generell, ich mag einfach seine sassy Art und generell einfach so, wie er sich präsentiert, seine Style-Tipps und so seinen ganzen Charakter irgendwie, wie man so ihn in der Show kennenlernt. Und war deswegen sehr, sehr interessiert, dieses Buch noch zu hören und habe das tatsächlich genutzt, dass ich noch einen dritten Credit über Audible hatte. Das habe ich, glaube ich, auch im Lesemonat August schon mal angedeutet. Da habe ich, wie gesagt, da war ich ja schon 40% durch dieses Buch durch. Das hat mir in dem Moment auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und dieses sehr gut gefallen hat sich aufrecht erhalten. Tan ist einfach ein so unterhaltsamer Mensch mit einem super interessanten Leben, vielen Dingen, die er erlebt hat, einem sehr spannenden Werdegang, den er ja auch hinter sich hat. Und besonders auch in diesem zweiten Teil, also den zweiten 60%, die ich da gehört habe, erzählt er dann auch wesentlich mehr noch dazu, wie er Businesses aufgebaut hat, wie er zu Queer Eye gekommen ist, die anderen Jungs kennengelernt hat und welche Erfahrungen er dann auch auf der Show gemacht hat, bis hin zum Gewinn ihrer ersten Emmys, sind es, glaube ich. Also richtig cool, richtig witzig. Es gab auch noch einen Gastauftritt von einem zweiten Queer Eye Star, der auch zu meinen Liebsten gehört. Ich meine, eigentlich liebe ich sie alle, aber auf jeden Fall war es sehr so witzig und unterhaltsam. Das Ganze ist ja auch von Tan selbst gelesen oder vielmehr vorgetragen. Er hat es nachher in so einem Nachgang nachher selber noch erzählt, dass er tatsächlich auch versucht hat, das möglichst wie eine, ja, Erzählung für einen Freund oder einen Bekannten klingen zu lassen und nicht, als würde er dieses Buch wirklich ablesen. Das hat man durchaus gemerkt. Das hat sehr, sehr gut gewirkt, hat mir sehr gut gefallen, mich sehr gut unterhalten, deswegen von mir 4 Monde bekommen. Und auch ein zweites Buch habe ich dann beendet, was noch so aus dem August mitkam, und zwar mein physisches Buch zu der Zeit, worüber ich euch auch im Lesemonat August sicherlich schon einiges erzählt habe, und das war Kissing Lessons von Helen Huang aus dem KÜSS Verlag. Ja, definitiv ein Jahreshighlight, eine Geschichte, die mir insgesamt auch, nachdem ich sie beendet habe, sehr, sehr gut gefallen hat, super gut unterhalten hat. Es war witzig, es war romantisch, es war sexy, mitreißend und gleichzeitig auch irgendwo noch tiefschürfend und hat mich, ja, doch auch für ein gewisses Thema sensibilisiert, in dem es um dieses Buch geht, und zwar um Autismus, um das Asperger-Syndrom und auch vor allen Dingen um Frauen auf dem Autismus-Spektrum. Denn bei Frauen zeigt sich diese Störung, will ich es fast gar nicht nennen, aber auf jeden Fall diese Kondition doch etwas anders als bei Männern und weicht damit ja auch so ein bisschen von dem Bild ab, was wir so aus den Medien, aus Filmen, aus Serien mit autistischen Personen kennen. Und ja, war super cool. Ich liebe einfach Stella, die Protagonistin, und auch Michael und ihre Beziehung, wie die Kultur von Michaels Familie damit reinspielte und auch, ja, wie gesagt, wie er mit Stellas Kondition umgegangen ist und Stella auch so ein bisschen zu sich selbst gefunden hat und zu ihrer eigenen Stärke und damit leben gelernt hat mit ihrer Kondition, fand ich richtig, richtig gut. Und auch so das Nachwort der Autorin, wo sie nochmal darauf eingeht, wie sie überhaupt auf dieses Thema gekommen ist, was es für eine Bedeutung für sie persönlich hat und wie ihre eigene Kondition noch in dieses Buch reingespielt hat, beziehungsweise auch so, wie
dieses Buch ihr geholfen hat, etwas in ihrem eigenen Leben zu entdecken und besser zu verstehen, was mich sehr, sehr bewegt hat und mir dieses Buch noch mehr, mich dieses Buch noch mehr hat lieben lassen, auf jeden Fall. Also hat 4,5 Monde bekommen, ist definitiv ein Jahreshighlight. Ich bin sehr gespannt darauf, die Reihe weiterzuführen, obwohl der zweite ja auch nicht so gut sein soll wie der erste. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, das noch im September, zu Anfang September, beendet zu haben. Ja, das nächste Buch war dann das erste Buch von meiner Bookoplathon-Leseliste. Das ist ein schweres Wort, muss ich immer sehr langsam aussprechen. Und zwar war das Forever Free von Kara Atkin, der erste Band der Santa Teresa University-Reihe. Von ihr war ja für mich auch das erste Buch der Autorin und ich war sehr gespannt und wollte es vor allen Dingen aber auch sehr gerne lesen, so als eines der letzten sommerlichen Bücher aus meinem Regal, die dann auch wegkommen, bevor dann so die Herbstbücher kommen. Und es war eine sehr süße Geschichte, eine unterhaltsame Geschichte, die sich teilweise aber so ein bisschen gezogen hat. Ich kann ja schon mal sagen, hat von mir 3,5 Monde bekommen. Ja, also es geht um Raylan und Hunter und Raylan kommt nach Ereignissen oder will, kommt nach Kalifornien und will dort ein komplett neues Leben beginnen, nochmal von vorne anfangen und endlich so ein bisschen aus ihrer Schale, aus ihrer Schüchternheit herausgehen und neue Leute treffen. So richtig gelingt ihr das nicht unbedingt, denn auch ihre Vergangenheit holt sie immer wieder ein und auch sie kommt nicht so ganz aus ihrer Haut und tut sich damit schwer, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Doch ein paar Leute lernt sie kennen, ein paar gute Freundinnen, die sie findet und den geheimnisvollen Hunter, der sie irgendwie anzieht, zu dem sie sich hingezogen fühlt, dem sie unbedingt näher kommen will und der auch scheinbar irgendwo an ihr interessiert ist, aber sie doch auch ab und zu wieder wegstößt. Und was es mit den beiden auf sich hat, müsst ihr wohl selber lesen. Das war eine ganz süße Geschichte, teilweise auch sehr dramatisch und tiefgreifend. Auch so die Thematiken, die hier behandelt werden, sind auch so ein bisschen nicht ganz was für schwache Nerven. Und vor allen Dingen Raylan selber. Wir lesen aus Raylans und Hunters Sicht. Und ja, Raylans Sicht ist doch sehr Anxiety geprägt, also sehr von nervöser Unruhe auch geprägt, von dieser Schüchternheit, von der Angst vor sozialen Interaktionen, was mir selber teilweise so ein bisschen Unwohlsein bereitet hat. Einfach erstmal, weil mir das tatsächlich aus meinem Leben auch sehr bekannt vorkommt. Und weil das einfach auch so gut dargestellt ist irgendwie von Kara Atkin, also da hat die Autorin sicherlich auch eigene Erfahrungen mitgemacht und einfach auch, weil es doch auch sehr viel war und sehr viel auf sie eingeprasselt ist, auf Raylan, aber sie auch ja immer wieder sich zurückgezogen hat, immer wieder so diese Selbstzweifel hatte und diese Ängste, die sie irgendwo im Griff haben und das hat mich wirklich sehr so ein bisschen mitgenommen, was einerseits für das Buch spricht, was mich aber so ein bisschen auch beim Lesevergnügen oder mein Lesevergnügen in dem Fall so ein bisschen getrübt hat. Deswegen vielleicht auch hier so ein bisschen eine Triggerwarnung, wenn man so mit Anxiety, sozialer Angst oder sowas zu tun hat, zu kämpfen hat, ist das vielleicht nicht das beste Buch, aber an sich sonst eine ganz nette New Adult Geschichte, auch wieder mit so ein bisschen unnötigem Drama und ich finde auch doch durchaus eher für ein jüngeres Publikum wieder geeignet. Ein bisschen, also nicht ganz mein Geschmack in dem Sinne. Ich freue mich aber durchaus darauf, den zweiten und den dritten zu lesen, denn wir werden ja hier auch schon wieder, wie das in New Adult Reihen meistens so ist, angeteasert, um wen es dann in den nächsten Bänden gehen wird. Und auf die freue ich mich wieder sehr, sehr besonders. Also geht es mir mit diesem Buch so ein bisschen wie mit Truly, das ich ja auch ganz gut fand, aber wo ich mich dann doch auch mehr auf die nächsten Bände freue. Und das ist hier ähnlich. Deswegen, wie gesagt, 3,5 Monde kann man sich durchaus mal angucken. Vielleicht auch wieder eher nächstes Jahr im Sommer dann. Aber es wird jetzt kein Jahreshighlight werden. Dann habe ich mich zur Hälfte durch ein Buch gearbeitet, was mich wirklich eine ganze Menge Zeit gekostet hat. Auch so ziemlich bis zur Mitte des Monats, bis ich dann gesagt habe, okay, ich pausiere hier vielleicht einfach mal, weil ich nicht so richtig vorankomme. Und was auch dazu kam, ich habe das Buch über die Online-Bibliothek konsumiert, in zweierlei Form, einmal als E-Book und auch hauptsächlich tatsächlich als Hörbuch. Und da ja die Vormerkungen von anderen auch erhört werden müssen. In dem Sinne musste ich dann auch durchaus mal wieder zurückgeben und wollte jetzt nicht ewig drauf warten. Habe jetzt auch gesagt, okay, ich bin an so einem Punkt in der Mitte dieses Buches, wo die Geschichte sich, glaube ich, jetzt sehr wandelt, so einen Shift gibt, der jetzt aber nicht so unglaublich spannend ist, dass ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal auf Eis gelegt. Es ist nicht abgebrochen. Es ist durchaus noch, dass ich dieses Buch weiter bzw. zu Ende lesen will. Aber einfach jetzt gerade nicht so einfach für mich, das weiterzulesen. Und ich fand den ersten Teil auch noch nicht so gut, dass ich mir das Buch unbedingt hätte kaufen wollen würden, um es zu Ende zu lesen. Und das ist tatsächlich City of Brass von S.A. Chakraborty.
Es ist ja ein sehr dicker Fantasy-Klopper, ein Erwachsenen-Fantasy-Buch, was auch eigentlich theoretisch sehr romance-lastig sein sollte. Es ist so eine Wüsten-Fantasy, sehr stark von arabisch, mittelöstlicher, fernöstlicher Mythologie inspiriert, geprägt. Denn es geht hier um Djinn und um die junge Nari, die als Betrügerin in den Straßen Kairos arbeitet, sich durchschlägt und versucht zu verbergen, dass sie tatsächlich auch ein paar besondere Fähigkeiten hat, beziehungsweise sie will die eigentlich auch nicht so wirklich wahrhaben, bis bei einem von ihren Betrügereien tatsächlich etwas ein bisschen schief geht und sie einen tatsächlichen Djinn-Krieger beschwört, der ihr dann eröffnet, dass sie tatsächlich eine Halb-Djinn ist und nicht in der Menschenwelt bleiben kann und darf, weil es die Regeln verbieten, und sich zusammen mit ihr auf die Reise zur City of Brass, zur Stadt der Djinn, macht. Und gleichzeitig folgen wir der Perspektive von Ali, der einer der Prinzen in der Stadt der Djinn, in der City of Brass ist und dort immer weiter in die politischen Verwicklungen verschiedener Gruppen hineingerät. Und so haben wir diese beiden Perspektiven, die so ein bisschen nach und nach aufbauen. Wie gesagt, der Reiseaspekt mit Nari und Dara, diesem Krieger, mit dem sie reist, und zwischen den beiden, zwischen denen sich dann auch ein bisschen was Romantisches entwickelt, und auf der anderen Seite Ali, der immer weiter in diese politischen Verstrickungen hineingerät, auch so ein bisschen unbewusst und gar nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Und tatsächlich muss ich sogar sagen, obwohl ich eigentlich eher so ein Romance-Fan bin, dass ich die Kapitel von Ali durchaus spannender fand, was da so mit den Verwicklungen und den Intrigen auf sich hat. Aber beides war jetzt nicht so unglaublich spannend, dass ich jetzt, wie gesagt, unbedingt hätte sofort weiterlesen müssen. Deswegen bin ich irgendwie, ich habe mal umgerechnet von den Hörbuchprozenten, also bei 245 Seiten oder so rausgekommen, bei einem Buch, was ein bisschen über 500 Seiten hat. Werde ich irgendwann nochmal weiterlesen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Wenn ich mal wieder Lust und Zeit habe. War auf jeden Fall erstmal eine ganz gute Geschichte, aber jetzt nichts, was mich dauerhaft packen kann. Und vielleicht breche ich es auch noch irgendwann ab, wenn ich das Interesse daran verliere. Aber fürs Erste ist es nur pausiert. Dann habe ich tatsächlich mal wieder endlich ein Buch von meiner 12 für 2020 Liste beendet. Juhu, es geht voran. Langsam und schleppend, aber immerhin. Und das ist auch ein Buch, auf das ich ja so Ende August schon so ein bisschen Lust hatte und was dann Gott sei Dank bei meinem Bookablathon TBA, bei meinem Spiel herauskam und ich sogar als extra Karte gezogen habe. Und das ist Heart of Iron von Ashley Poston. Und ich wollte das Buch ja auch unbedingt mögen, weil ich diesen Buchschnitt so toll fand und die Prämisse richtig gut klang. Ich hatte aber mit dem Einstieg so ein bisschen Probleme, denn das ist ja eigentlich so die Prämisse, ein Anastasia Retelling in Space. Also ist es eigentlich so eine Art Sci-Fi-Geschichte, die sich mit dem Mythos um die Zarentochter Anastasia beschäftigt. Da gibt es ja auch diesen Zeichentrickfilm und es ist ja auch so eine Legende, ein modernes Märchen tatsächlich fast, was sich da so drumherum rankt. Und Ashley Poston hat sich diesem mythischen Stoff halt angenommen und das in eine Sci-Fi-Geschichte verwoben, beziehungsweise sogar eine Sci-Fi-Dilogie, weil es ist ja dieses Buch und dann noch ein zweites. Und dieses Buch ist so vom Schreibstil und von der Stimmung her so ein bisschen anders, als ich erwartet hatte. Denn nachdem ich ja im Juni, Juli Neon Birds gelesen habe, was jetzt halt wirklich richtig Sci-Fi ist, wie man sich das vorstellt, und ich tatsächlich auch noch ein paar andere Sci-Fi-Bücher kenne, die dann sich in Space spielen und die dann auch so diesen wissenschaftlich-technischen Aspekt so ein bisschen in den Vordergrund stellen, habe ich das hier auch erwartet. Aber diese Geschichte ist doch tatsächlich eher wie die Luna-Chroniken. Von der Sprache, vom Stil her, in dem Sinne, dass einfach der Schreibstil, die Art, die Geschichte zu erzählen, so ein bisschen märchenhaft, mystisch, magisch auch ist, obwohl eigentlich ich jetzt bis jetzt noch keinen magischen Elementen so richtig untergekommen bin, die man jetzt so als wirklich offensichtlich magisch betiteln könnte. Also es gibt schon alles eine logische Erklärung, was ja in den Luna-Chroniken auch irgendwo so ist. Und zum Beispiel auch so die Welten, Planeten sind ein bisschen wie Königreiche aufbereitet, auch so mit etwas altmodischer Kleidung und royalen Systemen und so weiter. Und das hat mich alles so ein bisschen immer irritiert und immer rausgerissen, weil das in meinem Kopf irgendwie nicht zusammenpasste. Nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte, vor allen Dingen nachher, als sie dann so zur Mitte hin oder ab der Mitte sehr viel Fahrt aufgenommen hat, richtig gut gefallen, mich gepackt, und ich wollte unbedingt wissen auch, wie es weitergeht. Und das Ende hat sehr viel wieder rausgerissen, sonst wäre es glaube ich so ein 3,5 Mondebuch gewesen. Aber das Ende war nochmal sehr explosiv, sehr unerwartet, aber nicht aus dem Nichts, was ja immer wichtig ist, und hat mich tatsächlich auch emotional irgendwie mitgenommen und
mir sehr viel Lust darauf gemacht, mir relativ schnell den zweiten zu holen, um zu wissen, wie es weitergeht, wie Ashley Poston dieses Ende auflöst, wie sie diese Geschichte auflöst, die ganzen Dramen, Intrigen, Dinge, die da zum Ende passieren, auflöst. Und wie das mit den Romanzen, und es gibt definitiv mehrere, auch am Ende ausgeht. Was auch tatsächlich auch nochmal als Pluspunkt unbedingt zu erwähnen ist, das ist auch eine sehr diverse Geschichte. Eine Geschichte, in der Queerness auch eine große Rolle spielt, aber eher so casual Queerness, das jetzt nicht unbedingt groß thematisiert wird. Also es gibt auch eine Male-Male-Romance, für die ich sehr roote, also für die ich sehr, sehr bin, die ich sehr shippe. Die zweite Romance, die so im Fokus steht, da war ich zu Anfang auch sehr skeptisch. Das werdet ihr sicherlich in meinem Bookoblifon-Vlog, der nächste Woche kommt, wo ich tatsächlich auch viel über dieses Buch rede, nochmal hören. Aber auch das hat sich zum Ende so ein bisschen gelegt und ich bin da sehr gespannt, wie das dann im zweiten Band weitergeht. Auf jeden Fall hat dieses Buch jetzt 4 Monate bekommen, darf in meinem Regal bleiben und damit ist es wieder ein Check an einem der 12 für 2020. Ja, und nach dem Sci-Fi-Buch und tatsächlich auch nach City of Brass oder dem High Fantasy brauchte ich noch wieder so ein bisschen einen Palette Cleanser, sprich mal wieder ein New Adult Buch und hatte mir deswegen extra zu meinen Eltern mitgenommen ein Buch, was einerseits nicht so dick ist, andererseits aber auch schon ein Buch ist, auf das ich mich sehr gefreut hatte. Und das war Beat It Up von Stella Tuck, das erste New Adult Buch der Autorin, von der man ja schon sehr viel Gutes gehört hat. Und ich habe ja zum Beispiel mit Kiss Me Once auch schon eine sehr unterhaltsame Geschichte von ihr gelesen. Kiss Me Once konnte mich damals dann nicht komplett von sich überzeugen, weil mir so ein bisschen was gefehlt hat, wie das bei Jugendbuchliebesgeschichten immer so ist. Aber ich hatte deswegen auch umso höhere Hoffnungen für Beat It Up, die leider so ein bisschen enttäuscht wurden. Also in diesem Buch geht es ja sich um Summer Price, die ein absolutes Gehör hat und als Klavierwunderkind dient und ihr gleichzeitig im Geheimen Songs für ihren Bruder schreibt, der ein aufstrebender DJ ist. Und er bittet noch ein letztes Mal um ihre Hilfe beim Songschreiben für das große Beat Up Festival, das seine Aufstiegschance sein könnte. Und Summer stimmt nach einigen Gemurre zu, fährt zu ihrem Bruder und trifft dort dann auf dessen größtem Rivalen Gabriel. Und zwischen den beiden entwickelt sich irgendwie was, sprühen die Funken. Deswegen hatte ich mir da eigentlich auch nach dieser Prämisse eine richtig tolle, sexy, New Adult Enemies to Lovers Geschichte erwartet, die halt auch wirklich mal so ein bisschen erwachsener ist, weil Stella Tuck sich hier in dem Bereich auch mal so ein bisschen austoben konnte. Auf Instagram war halt auch der Hashtag dieses Buches, Hashtag Burn the Sofa. Deswegen habe ich irgendwie angenommen, dass es eine sehr sexy Geschichte wird, wo so dieses sexuelle Spannung, dieses Knistern irgendwie vorhanden ist und sich das ganze Buch zieht. Tja, Pustekuchen. Burn the Sofa kann man tatsächlich sehr wörtlich nehmen, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber mit Sexy Time hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Und generell liest sich dieses Buch tatsächlich eher auch wie so ein Young Adult Buch, also wie so ein Jugendbuch, relativ ähnlich wie Kiss Me Once. Ich meine, der Humor und der Schreibstil von Stella Tuck ist der gleiche, was absolut gut ist, was mir sehr gut gefällt. Aber so der einzige Unterschied zu Kiss Me Once ist tatsächlich, dass Gabriel einfach nur ein bisschen obszöner ist und ein bisschen direkter in seiner Sprache. Und dass es zum Ende dann mal eine Sexszene gibt zwischen den Protagonisten. Tatsächlich hat Gabriel sogar öfter mit anderen Mädels Sex, sogar vor Summer, als mit ihr selber, was irgendwie auch nicht so ist, was mir absolut zusagt. Und insgesamt war das einfach nicht das, was ich erwartet hatte. Ich meine, es war eine nette, unterhaltsame Geschichte, die sich auch relativ schnell weglesen ließ. Aber halt einfach nicht diese sexy Geschichte, dieses süchtig machende, was gleichzeitig auch irgendwie mich zum Lachen bringt, wie ich es mir erhofft hatte. Deswegen ist das so ein bisschen die Enttäuschung des Monats fast. Hat aber bei mir trotzdem noch 3,5 Monde bekommen, denn wie gesagt, das ist keine schlechte Geschichte, ist einfach süß und nett. Aber halt eher was für New Adult Anfänger oder für Fans von Stella Tuck. Aber jetzt keine so vom Hocker reißende New Adult-Geschichte, die jetzt ein Jahreshighlight werden würde. Ein letztes Buch habe ich noch beendet. Das hat meinen Lesemonat noch wieder sehr gerettet, weil ich ja von Beat It Up doch auch ziemlich enttäuscht war, was eigentlich schade ist, weil meine Erwartungen da so hoch waren, aber vielleicht waren sie einfach zu hoch. Auf jeden Fall habe ich mich dann sehr gefreut, ein Buch zu lesen von einer meiner liebsten Autoren und das ist Playing with Fire von L.J. Shen. Der neueste Einzelband der Autorin ist erstmal im Englischen am 15. September, glaube ich, erschienen. Eigentlich wollte ich es direkt lesen, als es rauskam, denn ich hatte es ja sogar vorbestellt. Das hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich erhofft hatte, weil ich erst noch Heart of Iron und Beat It Up zu Ende lesen musste und die mich auch ein bisschen länger
ja, gefesselt haben, eingebunden haben als gedacht. Aber als ich endlich dazu kam, bin ich da auch relativ schnell durchgeflogen. Nicht ganz so schnell wie durch manche andere Bücher von L.J. Chan, aber immer noch schnell genug. Und es war immer noch eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, sehr begeistern konnte und tatsächlich auch mal ein bisschen was anderes war, vor allen Dingen auch im New Adult-Bereich. Denn wir folgen hier der jungen Grace, also jung ist sie tatsächlich gar nicht, ich glaube Anfang ihrer 20er, die ja ein großes Unglück erlebt hat in ihrer Jugend und seitdem auch von diesem Unglück, dem Feuer, gezeichnet ist und damit irgendwie ihren großen Traum einer Schauspielkarriere begraben musste und irgendwie auch ganz groß damit zu kämpfen hat, psychisch tatsächlich auch sehr viel, einfach auch, weil da relativ viel im Nachgang passiert ist. Und wir folgen Wes St. Clair, dem männlichen Protagonisten, der auch schon so einiges in seinem Leben durchgemacht hat und jetzt nach Texas gekommen ist, um dort zu studieren und sich schon einen Ruf als, ja, irgendwo Stadt-Bad Boy aufgebaut hat, aber irgendwo auch einen Ruf als sehr begehrter Junggeselle, der aber niemals mehr als einmal mit derselben Frau, mit demselben Mädchen schläft. Und die beiden treffen tatsächlich aufeinander und zwischen den beiden sprühen sofort die Funken. Wortspiel beabsichtigt, aber es ist tatsächlich auch wirklich so. Und ja, sie kommen sich immer näher, begegnen sich bei verschiedenen Gelegenheiten und werden erst Freunde und dann potenziell mehr. Und das war einfach wieder so eine Geschichte, die emotional sehr tief geht, einfach aufgrund der ganzen Thematiken, mit dem, was die Protagonisten durchgemacht haben, was sie erlebt haben, mit Dingen, mit denen sie psychisch fertig werden müssen. Sage ich auch auf jeden Fall schon mal eine große Triggerwarnung für Depressionen in verschiedenster Form. Und ja, das sollte man sich bewusst sein, bevor man dieses Buch geht. Ich fand das auf jeden Fall wieder sehr gut, wie L.J. Chan damit umgegangen ist, welche Messages sie mit diesem Buch, ja, gesendet hat oder vermitteln wollte. Es ist wieder eine sehr romantische, höchst dramatische Liebesgeschichte, wie man das von L.J. Chan so kennt. Und eine, die mich sehr unterhalten hat, sehr gut. Es ist jetzt nicht mein liebstes Buch von L.J. Chan. An diese liebsten Bücher ranzukommen, ist immer schwierig, vor allen Dingen auch bei den neueren Einzelbänden. Aber es hat trotzdem ein Buch, was bei mir 4 Monde bekommen hat und was eine absolute Leseempfehlung ist, wenn ihr auf Englisch lest. Gibt es auch über Kindle Unlimited. Ansonsten hoffen wir, dass es irgendwann mal auf Deutsch erscheint. So, und ein letztes Buch habe ich noch, obwohl dieses Video wahrscheinlich schon wieder ziemlich lang ist. Und das ist ja ein Buch, was ich gerade in einem Read-Along lese und dann werdet ihr sicher schon wissen, was es ist. Und zwar Crescent City von Sarah J. Maas. Das ist der erste Band, House of Earth and Blood, lese ich ja auf Englisch. Auf Deutsch heißt es, Wenn das Dunkel erwacht, ist ja gerade ganz frisch am 18. September auf Deutsch erschienen in einer wunderschönen Ausgabe mit einem wunderschönen Buchschnitt. Ich kann es immer wieder sagen. Und ich zeige euch aber jetzt mal das E-Book-Cover, weil ich das Buch auch gerade als E-Book lese und weil ich zu voll bin, aufzustehen und das Buch ganz oben aus dem Regal zu holen. Ich gebe es zu. Aber so ist das. Und tatsächlich habe ich bis jetzt, also im September, den ersten Abschnitt gelesen, was jetzt bei mir in meiner englischen Ausgabe so ungefähr oder ziemlich genau 200 Seiten entspricht. In der deutschen müssten das ein paar Seiten mehr sein. Im E-Book sind es definitiv ein paar Seiten mehr, aber es sind so die ersten 26% dieses Buches. Und ich liebe die Geschichte wieder sehr. Ich liebe tatsächlich sogar diesen ersten Teil, die ersten Seiten, Kapitel, sogar beim zweiten Mal lesen noch mehr als beim ersten Mal. Aber ich will gar nicht zu viel darüber erzählen, worum es geht und wie es mir gefallen hat, denn das könnt ihr in aller Ruhe in der Infobox nachgucken. Da verlinke ich euch mal meine Rezension und ich verlinke euch auch die erste Live-Show, die ja abgespeichert wurde, wo ich glaube ich sogar 1 Stunde 40 mit Daniel über diesen ersten Abschnitt diskutiere und ich bin sehr gespannt weiterzulesen und dann mit Daniel und mit euch potenziell auch die folgenden Abschnitte zu lesen und zu diskutieren. Und da kommt ja noch einiges Spannendes auf euch zu, auf uns zu und ich freue mich sehr darauf, wenn wir wieder zu meinen liebsten Bereichen kommen, zu meinen liebsten Momenten, zu meinen liebsten Plot-Twists und mir dieses Buch wieder das Herz rausreißt. Und dabei bin ich Gott sei Dank diesmal nicht alleine, deswegen, falls euch da meine Meinung zu interessiert, dann schaut euch gerne die Links in der Infobox oder hier oben an. Und das soll es eigentlich zu Crescent City gewesen sein, aber ich wollte es auf jeden Fall der Vollständigkeit halber erwähnen, denn 200 Seiten sind ja auch fast schon, nochmal 100 Seiten mehr vielleicht, ein Buch, was man sonst hätte anders lesen können. Deswegen, das lese ich gerade auch noch.
Zukunft Sarah hier. Ich bin gerade beim Schneiden des Lesemonats und mir ist aufgefallen, dass mir irgendwie ein Clip abhanden gekommen ist. Und zwar der Clip, in dem ich euch davon erzähle, dass ich auch Graceling von Kristen Kishore abgebrochen habe nach 130 Seiten, relativ zum Ende des Monats, so als letzter Akt des Lesemonats noch. Und zwar, weil ich einfach nicht so richtig in die Geschichte reingekommen bin, also zumindest keine Verbindung zu den Charakteren aufbauen konnte und mich deswegen die Geschichte auch nicht so richtig packen konnte, obwohl ich schon so, so viel Gutes davon gehört habe. Auf Deutsch ist das ja Die Beschenkte von Kristen Kishore, was jetzt auch schon seit, ja, also mindestens 2 Jahre auf Deutsch in meinem Regal stand und jetzt schon ja im Englischen auch in meinem Regal stand, weil ich mir ja dann stattdessen die englische Ausgabe geholt habe. Und ich habe von so vielen meiner Freunde auch gehört, dass das ein so tolles Buch sein soll und mit so einer tollen Romance und einfach eine richtig coole Fantasy-Geschichte, einfach ein Klassiker in dem Genre Jugendbuch-Fantasy. Aber ich glaube, ich habe meine Zeit mit dem Buch einfach irgendwie verpasst, wie das bei manchmal bei Büchern so ist. Und das ist, glaube ich, mit diesem Buch einfach so. Deswegen will ich da jetzt auch mal nicht unbedingt weiter Lesezeit drauf verschwenden, um es mal so zu sagen. Und deswegen habe ich tatsächlich dann auch Ende September noch abgebrochen und wollte das jetzt hier noch kurz mit einfügen, der Vollständigkeit halber für den Lesemonat. Ja, das waren die Bücher, die ich im September angefangen, beendet, abgebrochen und wie auch immer habe. Es war auf jeden Fall ein sehr durchwachsener Monat, gefühlt. Wenn ich mir die Wertung angucke, war tatsächlich gar nicht so durchwachsen, mehr so ein bisschen, aber eigentlich ja ganz gut. Auf jeden Fall jetzt nicht mit schlecht. Und jetzt nicht mit so viel Enttäuschung gespickt, aber irgendwie, dadurch, dass ich irgendwie ein Buch abgebrochen habe und eins mich doch sehr enttäuscht hat, fühlte sich für mich irgendwie so ein bisschen wie ein durchwachsener, doch eher enttäuschender Lesemonat an. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich eigentlich gar nicht so viel Lesezeit hatte, wie ich mir irgendwie erhofft und erwünscht hatte. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auf den Oktober blicke, wird es vielleicht auch noch weniger möglich oder noch schlimmer, weil die Uni ja auch wieder losgeht. Aber wir hoffen mal, dass ich einfach trotzdem Zeit zum Lesen finde und die Lust zum Lesen finde und wiederfinden, dass mich meine Oktober-Leseliste, die Bücher für den Oktober, noch mehr begeistern können. Aber ja, verratet mir gern in den Kommentaren, was ihr denn so aktuell lest, was ihr im September gelesen habt und wie ihr die Bücher fandet, die ihr gelesen habt und ob ihr eines der Bücher, die ich heute vorgestellt habe, schon kennt und was eure Meinung dazu sind oder wie ihr meine Meinung dazu dann so findet. Da bin ich sehr gespannt, von euch zu hören. Und ansonsten lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben und mir ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!